Und damit ganz herzlich willkommen zum Tuxflash im Dezember 2021. Wir haben das Jahr geschafft, sehr schön. Und auch diesmal habe ich den Jean dabei. Hallo Jean. Einen wunderschönen guten Abend, Micha. Hi. Ja. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag. Ha, jetzt habe ich mal deinen Spruch geklaut an unsere Hörer. Ja, ein, ja, hast es ja schon gesagt, Micha. Ja, schön, dass ihr Richtig. wieder dabei seid. Ja, das letzte Mal in diesem Jahr für uns alle der Tuxflash. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit ja, was nicht so schön, bevor wir wieder ins Schönere gehen. Log4j, der Tja. Exploit, der die IT-Welt seit ja, gut einer Woche inzwischen in Atem hält, kann man das so sagen? Zumindest ein bisschen bangen lässt. Ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Tut es das Ganze beschäftigen, weil, ne, also für diejenigen, die wirklich jetzt noch gar nichts darüber mitbekommen haben, beziehungsweise das Thema immer etwas umschifft haben, sage ich mal so, am Ende ist das eine Log-Bibliothek für Java, was ganz, ganz, ganz viele populäre Java-Programme verwenden. Und ja, wenn man da einen ganz speziellen Zeichencode eingefügt hat, dann konnte Log4j so dafür sorgen, also konnte dafür über LDAP dann gesorgt worden, dass du dann ja, Schadcode auf deine Server runterlädst und der da halt eben ausgeführt wird. Und das ist sehr, sehr, sehr kritisch. Also du kannst quasi alles damit machen. Und schon eine ziemlich große Sicherheitslücke, wenn man so will, ne? Also Java-Programme gibt es wie Sand am Meer. Und echt schwierig. Sogar Minecraft war betroffen, was ich gehört habe. Wenn du das auch in den Richtig. Chat geschrieben hast, diese Zeichenkette, dann konntest du auch die Server dahinter, ja, Spaß haben lassen, sagen wir es mal so, ne? Also wirklich, hätte ich nie gedacht, dass es so große Sicherheitslücken dann doch noch, oder klar gibt es immer wieder, aber es erstaunt dann doch immer wieder, wenn man so eine sieht, finde ich. Ja, aber ich sag mal so, es ist ja ein großer Vorteil, dass Log4j. Jetzt muss ich mich immer zusammenreißen, Log4j und Log4Shell ist der Exploit, den man daraus zieht, dass ich das nicht verwechsle jetzt. Ach ja. Log, ja, Log4j ist ja zum großen Glück eine Open-Source-Bibliothek, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Den ganzen Trara und Trubel jetzt drumherum ist eigentlich genau das, was wir ja in der Open-Source-Community haben möchten. Es ist rausgefunden worden durch Dritte und das ist gut. Natürlich gibt es jetzt ein bisschen ja, Stress für die Admins oder Betreiber und oder Entwickler, das Ganze wieder zu patchen. Aber stell dir jetzt mal das andere Extrem vor, wenn du jetzt irgendwie nur ein C-Entwickler bist, der, ich sag mal, ein eigenes Logging-Tool hat, das eine ähnliche Schwachstelle hat, aber quasi als Closed Source irgendwo unterwegs ist, wo keiner reingucken kann und das einfach exploitet werden kann, ohne dass jemand was mitkriegt, außer die Betroffenen dann irgendwann. Vielleicht ist das eher der größere Schaden. Deswegen, trotz des ganzen Trubels, muss man immer noch dazu sagen, Gott sei Dank wird sowas gefunden. Natürlich, es ist doof, es ist ziemlich kritisch. Es hätte auch was Kleineres sein können, meinetwegen. Dann hätte man sich jetzt den ganzen Stress ein bisschen sparen können. Wobei, ich muss dazu sagen, außer mein privater Minecraft-Server war von mir nichts betroffen, auch dienstlich nicht. Ja, also bei mir tatsächlich auch nichts. Und was ich nochmal zum Open Source Thema sagen wollte, die NSO Group hasst diesen Trick, ne? Die NSO Ja. Group ist die von der Pegasus Spyware und ich denke mir, die haben, ne, den sicher. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die den kannten, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie den auch erst so jetzt öffentlich rausgefunden, aber kann ja sein. Jedenfalls, ja, das ist sehr, sehr gut, dass diese Bibliothek Open Source ist und dass ja, dann auch direkt so viele dann draufschauen können und dann doch immer so ein Fehler gefunden wurde. Tatsächlich, dieser Fehler existierte, glaube ich, schon so. Ich weiß gar nicht, wie viele Versionen, also schon einige, wo es noch nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Das ist schon ordentlich. Also es ist kein Fehler, der jetzt ganz, ganz, ganz frisch reinkam, so wie ich Ja, das von gesehen habe. 2.0 bis 2.15, bei 2.15.1 soll es gepatcht worden sein. Ja, oder 2.16 lese ich hier. Ich weiß es nicht, vielleicht haben sie da jetzt auch das auch nochmal anders gemacht. Ich habe hier gerade Das. die Seite des BSI auf. Ja? Die haben da Ah. tatsächlich auch eine... ein paar Infos dazu ja, geschrieben. Nee, aber generell, toi, 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 ja, ich bin tatsächlich auch nicht betroffen von Log4j. Gut, auch, ich habe tatsächlich auch einen privaten Minecraft-Server, den ich dann manchmal so spiele, aber der läuft hier auf meinem Rechner selber, wenn überhaupt. Meistens habe ich den ausgeschaltet.
Und von daher, ja, den muss ich noch aktualisieren. Aber er läuft halt nur, wenn ich darauf spiele. Und das ist zugegeben die letzte Zeit sehr, sehr selten. Und von daher, ja. Aber ansonsten, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, seid auch so glimpflich davon gekommen. Ja, aber trotzdem vielleicht nochmal jeden Dienst nochmal nachchecken. Okay, gut. Nutzt da wirklich nichts Java, weil ansonsten gefühlt fast jede Java-Anwendung nutzt halt dieses Log4j oder ganz viele. Und das ist eben eine schwierige Sache auf jeden Fall. Ja, also wenn die Anwendung eine Java-Anwendung ist, kommen wir mal ein bisschen in den praktischen Teil, würde ich mal vorschlagen. Die Zuhörer sollen ja auch mit was rausgehen. In einem klassischen LAMP-Stack, also Linux, Apache, MySQL, MySQL, ja. ja, und PHP. PHP war das P, ja, siehst du. Ich habe gerade überlegen müssen. Was war denn nochmal das P? PHP ist es nicht dabei. Man muss sich explizit dazu entschließen, eine Java-Anwendung laufen zu lassen und diese Bibliothek nachzuinstallieren. Jetzt kann man natürlich auf sein System mal gucken mit einem dpkg-l und grep auf diese log4j-lib, weil log4j würde reichen. Ist aber auch nur die halbe Miete, wenn es über apt mitgekommen ist, so ein Feind. Auf dem ganzen Dateisystem mit Log4j oder ein Locate würde auch gehen, sollte nicht vergessen werden, falls das mal nicht über die Paketverwaltung gekommen ist. Als praktischen Tipp für alle, die noch danach suchen möchten, sollten, könnten, täten. Absolut, absolut. Was ich vielleicht nochmal so anschließend an dieses Log4j vielleicht nochmal ankratzen möchte, das ja, ist schwierig. Eigentlich hätte man diese Lücke in ganz, ganz vielen Sachen sogar, ich sag mal, schon so erstmal rausfiltern können, dass du eben nicht alle Zeichen erlaubst, die dann halt da so eingegeben werden. Beispielsweise beim Login-Formular oder sowas und wenn das halt Java drunter nutzt, konntest du das auch so ausnutzen, dass du als Nutzername dann halt einfach nur diesen String da eingegeben hast, diese Zeichenkette und dann hast du da auch ein Problem gehabt. Und da ist eigentlich ganz, ganz wichtig, egal welche Schnittstelle man da vielleicht entwickelt oder so, ganz, ganz wichtig drauf zu schauen, okay, was kann der Nutzer überhaupt alles eingeben? Was empfangen wir alles als Programm? Weil das ist mal wieder so eine typische Sicherheitslücke, die ja, kommt in gewisser Weise kommt die von außen initiiert und hätte man dann so dann doch so schon mal etwas abschirmen können, indem man beispielsweise beim Nutzernamen nicht alle Zeichen erlaubt, wie beispielsweise ein Schrägstrich oder so, dann würde es gar nicht mehr so einfach gehen. Vielleicht dann nochmal so ein bisschen als Reminder, finde ich. Das wird viel zu selten, finde ich, vergessen, dass man auch so vornherein schon etwas darauf achten kann, dass so wenig wie möglich passiert. Genau, in der Entwicklung schon mal bedenken. Also nicht jede Spalte an Feldern muss auch jedes Zeichen abkönnen. Genau. Größer, kleiner, auch eigentlich in der Regel keiner, ne? Oder Dollar eigentlich auch ganz selten. Absolut. Also da ist, könnt ihr euch viel, viel Arbeit im Hinten raus ersparen. Gut, wobei es ist schon viel Arbeit, dann halt wirklich jede einzelne Eingabe, die der Nutzer machen kann und die von außen kommt, wirklich so durchzuchecken, dass sie auch wirklich nur das dann enthält, was man dann überhaupt haben möchte. Und das dann gar nicht weiterleitet. Das ist gar nicht so einfach. Also ich entwickle gerade für meine Bachelorarbeit auch ein gewisses Programm, wo ich dann auch wirklich jede einzige Eingabe dann halt auch eben so checken muss und schauen muss, okay, gut, inwiefern muss ich das jetzt handhaben? Gut, dann eher nicht aus einem sicherheitstechnischen Aspekt, sondern erstmal, ja gut, wie sage ich das dem Nutzer, dass du da Mist gebaut hast? Und das Blöde ist, man kann leider da relativ viel Mist bauen. Von daher ist man da gut beschäftigt, aber versucht das auf jeden Fall für eure APIs zu machen, wenn ihr da irgendwas programmiert. Ganz, ganz wichtig. Ja, schaut drauf, was man eingeben kann, weil der Benutzer sollte man auf jeden Fall so dumm wie möglich einschätzen und so auch fies wie möglich einschätzen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, ich würde es anders formulieren. Nicht den Nutzer würde ich so als so dumm abtun, sondern das Internet so schlecht. Das ist auch eine Idee, Es ja. gibt überall Bots, die alles ausprobieren. Das Dementsprechend. stimmt auch, das stimmt auch. Natürlich, man muss ein bisschen auch den Nutzer vor, ich sag mal, sinnlosen Eingaben schützen, beziehungsweise vor Falscheingaben, so eine E-Mail-Validierung, dass man die mal doppelt eingibt, ist da mal ganz sinnvoll.
Weil ich habe es nicht in einer Anwendung, die ich betreue, und ich habe dann immer lustig in den Logs, dass die E-Mail von der Anwendung nicht verschickt werden konnte, weil Mailbox irgendwas nicht erreichbar ist. Und da sind Ah die ja. wildesten Schreibfehler drin, da wurden Buchstaben vergessen, da ist so ein Doppeleingeben der E-Mail doch ganz sinnvoll, ne? Zum Beispiel. Das stimmt absolut. Ja. Na Ja, cool. gut. Also dementsprechend, ja. Also Log4j, nochmal auf die Sicherheitslücken zurückzukommen. Es wird immer mal was kommen, aber das Brisante an der Geschichte ist ja wirklich, dass das BSI das als rot eingestuft hat, weil das hatten wir bis jetzt relativ selten, aber es ist halt nun mal so, dass man über diese Sicherheitslücke, wenn man sie denn hat, auch wirklich Systemkontrolle erlangen kann. Also man kann da wirklich ganz, ganz üblen Schabernack treiben, weil es heißt nicht umsonst Log4Shell. Man kann dort wirklich Systembefehle im schlimmsten Fall abfeuern. Oder sich sogar zum Root-User machen über diese Hintertür, und dann hat man eh verloren. Ja, du kannst alles damit machen, so ziemlich alles. Das ist echt sehr, sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schwerwiegend. Ja, absolut. Und dann vielleicht auch nochmal checken, ob euer Server dann zu anderen anderen Servern Verbindungen aufbauen darf, die ja vielleicht, was er nicht vielleicht unbedingt sollte, beziehungsweise einfach das so zu beschränken, dass euer Server selber nur ganz, ganz wenig Verbindungen überhaupt nach außen von selber aufbauen darf. Ne? Es ist ja eine Frage, ob du Verbindungen annimmst oder halt eben auch Verbindungen auf andere Systeme aufbaust. Und wenn du das zweite so beschränkst, dann könnte sowas auch nicht mehr geschehen. Aber das ist dann auch wieder etwas spezieller jetzt. Ja, aber ja, es ist eine Maßnahme, den ausgehenden Verkehr beispielsweise über IP-Tables zu limitieren oder ähnliches. Richtig, genau. Kann man machen. Kommt da auch zufällig irgendetwas in unserer Serie über die Sicherheit? Wenn ich da gerade überlege. Firewall-technisch machen wir es garantiert, aber ob wir jetzt die ausgehenden beschränken über IP-Tables, weiß ich gerade nicht. Habe ich nicht vor mir, also habe ich nicht, vor mir garantiert nicht, weil gerade nicht Thema, aber nicht im Ja. Kopf. Hauke macht die IP-Tables, glaube ich, ne? Ich glaube, das können wir ihm ja schön aufdrücken. Nee, Spaß. Nee, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben einmal auf dem Linux Guides YouTube-Kanal und auf dem Nicht der Weisheit letzter Schluss YouTube-Kanal haben wir jetzt diese Woche eine Serie angefangen, wo jetzt wöchentlich ein Video erscheint, in dem ihr euren Server absichern könnt. Ja? Also Ach, vielleicht mal so das mal als Reminder. kommt das mit auf Haukes Kanal? Genau, wie meinst du? Ne, lädt Hauke dieselben Videos nochmal bei sich hoch? Nee, Oder? also wir machen das so Also, immer ja, gut. geteilt und am Ende eine gemeinsame Playlist haben wir schon angelegt. Und genau, ja, könnt ihr euch auf jeden So. Fall anschauen. Hauke lädt seine Teile bei sich hoch oder nicht? Genau, Oder kommt das alles bei definitiv. dir? Gut. Ich gehe davon aus, das wissen wir gar nicht, ne? Aber so halt in der Hinsicht, ne? Keine Ahnung, da schauen wir mal. Ja, schaut euch das gerne an, wenn ihr wollt. Da haben wir jetzt am Anfang Authentifizierung auf dem Server gemacht. Ja, der zweite Teil ist auch schon abgedreht. Der kommt jetzt am kommenden Mittwoch. Geht es um Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auch sehr spannend. Aber nee, wir wollen nicht zu sehr abdriften, denke ich. Nee, nur mal ganz kurz, das wird von dem heiligen Server-Triumvirat, nämlich dem Jean, den Hauke und mir gemacht, damit wir jetzt auch Absolut. die letzten Infos dazu mal ausgesprochen haben. Ja. Und ich wusste halt nur, dass meine Teile mit bei dir kommen, und deswegen musste ich nachfragen, dass Haukes dann bei der Weisheit letzter Schluss eben kommen. Da muss ich aber auch nochmal nachfragen, bin ich Ja. ganz ehrlich. Das haben wir gar nicht so geplant. Mal schauen, ja? Je nachdem. Ihr werdet es dann sehen. Genau. Ja, also Dezember, das ist meistens der Monat nach dem November. Und wir wissen ja alle, was im November war. Glückstage. Und jetzt ist erstmal Ruhe eingekehrt bei uns so ein bisschen, was ganz gut ist. Oh ja, oh ja. Ja, es war sehr, sehr stressig wieder dieses Jahr, aber so rückblickend. Wie hat es dir gefallen, Micha, erstmal? Gefallen, sehr, sehr gut. Ein paar kleine Stolpersteine haben wir auch diesmal gefunden und müssen wir beim nächsten Mal, sag mal, verbessern. Beziehungsweise auch konzeptionell ein bisschen was anders machen. Mal gucken. Ja, Oh, hab neue Leute absolut. kennengelernt.
Also ich bin da ziemlich mit positiven Gedanken und positivem Feedback rausgegangen aus der ganzen Nummer. Absolut. Also dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben zwar eins, zwei, ein paar kleine Fehler gehabt und vor allen Dingen auch mit der Bandbreite tatsächlich, wovon wir aus das produziert haben, haben wir Probleme gehabt. Wir haben gedacht, so, ja, eine 50.000er Leitung wird schon reichen. Also Upload haben wir halt eben getestet, dass zwei Streams gleichzeitig parallel uploaden können. Das ist auch gar kein Problem gewesen. Wir haben aber nicht die Rechnung mit Jitsi gemacht, dass Jitsi anscheinend so viel Bandbreite verbraucht, dass ja, dass das dann tatsächlich dann am Ende ein Problem war, dass wir dann überhaupt manchmal die Streams gar nicht mehr reinbekommen haben, weil Jitsi anscheinend ein so, ich sag mal, datenintensives Format benutzt, was ja dann so eine 50.000er Leitung dann schon ja, leider zunichte macht. Ja, sehr, sehr schade. Aber Ja. nee, ansonsten, wir haben das dann ganz gut gemanagt bekommen, ne? Haben da quasi alles andere ausgeschaltet. Ich habe mir dann selber den Stream gar nicht mehr angeschaut nebenbei. Ich habe einfach mal darauf vertraut, dass ihr das schon macht. Und nee, es lief ja super jetzt im Nachhinein. Und von daher, ansonsten muss ich sagen, bin ich auch voll zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ja, also ich denke, ist eine tolle Veranstaltung gewesen, haben wieder viel, viel gelernt und ich hoffe, ihr habt auch wieder ein bisschen was gelernt. Und dann sind wir jetzt Mai, im Mai, ich glaube am 14. Mai oder 21. Mai, ich muss mir das nochmal anschauen. Ich schaue mal schon im Kalender nach. Ich glaube aber, es ist der 14. 14. ist es, genau. Da haben wir unseren ersten LPD tatsächlich, wenn wir den. Werden wir jetzt da auch das erste Mal mitmachen. Das heißt, wenn ihr Bekannte habt, die am 14. sowieso noch nichts vorhaben und mal ein bisschen in die Linux-Welt reinschnuppern wollen, dann ist das perfekt. Ist extra für den kompletten Linux-Neuling gedacht, um Linux einfach mal zu zeigen, vorzustellen. Da werden jetzt keine Advanced-Sachen kommen. Die Advanced-Sachen oder die fortgeschritteneren Vorträge werden halt nach wie vor dann wieder auf den Tux-Tagen stattfinden. Das ist dann wieder, haben wir auch schon ein Datum vom 11. bis 13. November. Ne? Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon. Ja, und ansonsten ja, haben wir so ein bisschen Strategiebesprechung gemacht. Was wollen wir erreichen? Wohin wollen wir? Und sind jetzt ganz fleißig auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, ich glaube, wir sind gerade, sind ja wieder dazu, sind ja schon zwei dazugekommen tatsächlich. Ich glaube, wir sind gerade 13. Ich weiß es gar nicht, ich muss es nachzählen. Aber wenn du da Lust hast, mitzumachen, wir suchen noch beispielsweise Serveradministratoren, suchen 3D-Designer, Innenarchitekten, wir suchen eine Office-Kraft. Wir suchen jemanden, der sich mit Marketing Design so ein bisschen auskennt. Und genau, Suite CRM suchen wir auch noch. Da fallen sicher noch ein paar Sachen ein. Ich musste endlich meine Webseite auch erstellen auf unserer Homepage. Das war, ja, das einfach noch mal etwas publiker machen. Bis jetzt ist das so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Von daher haben wir da auch noch gar nicht so viele Bewerber ansonsten. Also von daher, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne an und wir finden da sicher was, wo ihr uns helfen könnt und würden uns megamäßig über jeden freuen. Man lernt voneinander und gibt selber gerne auch Wissen weiter, aber ja, keine Ahnung, lässt sich auch selber dann doch nochmal gerne Sachen erklären, lernt Abläufe in einem Team kennen und hat am Ende einfach eine tolle Zeit gemeinsam. Das ist das, was zählt und das ist das, was jedenfalls mich persönlich auch immer noch weiter antreibt, die Tux-Tage so zu gestalten, wie sie momentan sind. Einfach weil es Spaß macht, mit allen sowas auf die Beine zu stellen. Und das ist die Hauptsache. Genau, also wer Lust hat, Bewerbung dann an kontakt@tux-tagen.de oder Richtig. gut. Alternativ geht es natürlich auch an podcast@tux-tage.de. Ich leite es dann weiter. Ja, das kriegen wir hin. Ja, sehr Ist cool. machbar. Ja. Kommen wir mal jetzt von dem Schrecken der letzten Tage so. Das Resümee der letzten Tage, jetzt so kurz vor Weihnachten, scheint ja eh so ein bisschen, ich sag mal, Flaute in der Newswelt zu sein, beziehungsweise hat sich auch so ein bisschen die IT-Welt so schon auf die Feiertage eingestellt. Da ist halt nicht so viel gekommen und wie vielleicht der geneigte oder der nicht geneigte Zuhörer, sondern der
Stammhörer, sage ich mal, schon bemerkt hat, ich habe gar nicht so die klassische Einleitung gemacht mit das sind unsere Themen, weil ja, außer Log4j gab es jetzt nichts und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen plaudern wollen mit dem Genre, was uns so die letzten Tage so besonders interessiert oder beschäftigt hat. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ja, ich würde dich doch einfach mal fragen, was hat dich denn so jetzt die letzten Tage beschäftigt? Also kurzzeitig beschäftigt, wo ich wirklich mal einen Abend im Stream das Ganze auseinandergenommen habe, war OpOS 21.10 ist jetzt knapp eine halbe Woche draußen gewesen. Und ich habe es mir einfach im Stream angeguckt, weil das ist ja die Version vor der nächsten LTS-Version. Das basiert ja auf Ubuntu. Und da wird man schon ganz gut sehen können, wo die Reise hingeht mit ihren Plänen, diesen eigenen Cosmic Desktop zu machen. Noch ist es GNOME. Und es wird auch garantiert noch GNOME in der 22.4er-Version sein, wo ich so ein bisschen noch ganz froh drüber bin. Weil das, was ich so gesehen habe, ja, Installation, Installer ist gleich geblieben, alles schick, alles fein, außer man kann jetzt quasi seine Installation auffrischen. Also es gibt jetzt wirklich dieses Feature, wenn man irgendwie das System so verdreht, verwirkt, vermacht hat, kann man quasi dieses Installationsimage einlegen, auf welche Art auch immer, ob nun über Stick, klassisch gebrannt oder in einer virtuellen Maschine einlegen. Einlegen, das Image erkennt, wenn das schon mal installiert ist oder sogar eine ältere Version vom Pop!_OS installiert ist und bietet dir an, das Ganze aufzufrischen. Das Auffrischen ist eigentlich nur eine Installation des Grundsystems, ohne das Heimat, also das Heimat, das Home-Verzeichnis zu löschen. Du übernimmst halt die Daten im Home, was ganz charmant ist, sage ich mal, was ganz nett ist, falls man doch mal die Rolle rückwärts braucht und Timeshift und oder ähnliches nicht kennt. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Sehr Ja, schön, sehr also schön. das habe ich so auch noch nirgendwo bei keinem anderen in der Form gesehen. Also ich Nö, kenne das es würde ich wirklich sagen. nur parallel installieren, neu Ja. installieren oder ganz was anderes. Und da musste man selber partitionieren und Genau, hoffen. ne? Beim ganz anderen hattest du dann manchmal echt deinen Spaß. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, Ja, sehr also. cool. Und ansonsten, es ist erstmal in Anführungszeichen ein klassisches Pop!_OS. Das größte optische Feature ist dieser Anwendungsstarter. Den haben die sich jetzt für sich nochmal für den Cosmic Desktop so weit angepasst. Wir reden ja hier von noch GNOME. 40.5 ist es in der Version. Übrigens auch die nehmen den 5.15er Kernel, also fast, also das Neueste vom Neuesten. Der 5.16er wird ja erst nächstes Jahr kommen. Also wer ganz neue Hardware hat, der kann mal Pop!_OS 21.10 ausprobieren. Das sollte dann laufen. Aber was ist letzte Sehr Zeit an cool. neuer Hardware rausgekommen? Keine Ahnung. Ja, Chipkrise und so. Ich muss sagen, ich habe das aber auch null im Blick, ne? Was jetzt welche CPU-Generation gerade die neueste ist, könnte ich dir gerade nicht sagen. Du? Bei Intel sind wir bei der 12er Okay. Core 12. Generation, wenn ich Ja. mich nicht irre. Okay. Und ja, bei AMD, diese 5000er Ryzen-Serie, das ist die 5. Generation. Ja, das Einzige, Wenn. was ich noch mitbekommen habe, war so, okay, AMD Ryzen kam raus so richtig, also ne, hat dann nochmal richtig aufgeholt. Das ist so Ja. mein letzter Stand, wo ich dann wirklich mich nochmal ein bisschen mehr beschäftigt habe. Seitdem muss ich sagen, ja, keine Ahnung. Ich brauche tatsächlich auch mal langsam eine neue CPU, die macht langsam schlapp. Das ist noch eine sechste Generation Intel, also 6500, glaube ich. Sky Lake hieß das damals. Ja, die ist mittlerweile nicht mehr. Nicht mehr taufrisch, das merkt man überall leider, Ja, ne? also Obwohl, ja. zum Rendern oder was, zum Virtualisieren, was das halt brauchst, irgendwann kommen die an ihre Grenzen. Aber ich habe hier noch eine dritte Generation Intel-CPU in meinem kleinen Notebook und das nehme ich wirklich nur als Reise- und Office-Maschine. Da reicht das noch dicker aus. Ja gut, dann passt es. Also so im normalen Betrieb habe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten, aber na, wie du schon sagst, wenn ich dann virtuelle Maschinen bedienen muss oder auch irgendwas bauen muss,
dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig, weil ich habe nur 4 Kerne ohne Hyper-Threading. Also ich habe wirklich nur 4 Kerne und das ist teilweise schon dann etwas wenig. Aber gut, so ist es, ne? Da hat tatsächlich die Videos rendern auf meinem Laptop, der, gut, der ist zwar ein paar Jährchen schon jünger, aber schon noch viel, viel günstiger. Da ja, rendern die Videos schneller als auf meinem Haupt-PC tatsächlich. Das ja, naja, so ist es. Aber ja, Ja. tatsächlich, was da natürlich die aktuellste Hardware angeht, da ist PopOS auch wirklich immer gut dabei. Ne? Oder auch Ubuntu, würde ich sagen. Ne? Hat ja dann auch, die bringen ja beispielsweise für die 2004 ja dann auch weitere Punkt-Releases raus. Beispielsweise sind wir gerade bei Ja. 2004, 0, also 2004.3, glaube ich, gerade. Ja. Und das ist auch klasse und das fehlt bei Linux Mint. Da hast du noch eine uralte Basis. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber ja, so ist es eben. Ne? Und ja, ich Da bin habe sehr ich gespannt. Ja? bis heute wirklich nicht verstanden bei Linux Mint, warum die zwar diese Ubuntu LTS-Grundlage nehmen, aber dann diese Ubuntu Point Releases nicht mitnehmen. Es ist ja quasi in der Basis drin. Das verstehe ich immer nicht, aber ist halt deren Entscheidung. Das muss man halt dann auch akzeptieren. Aber das habe ich bis heute nicht verstanden. Also gerade auch dieser, wie heißt das bei Ubuntu ESM? Extended ESM Support, ES, Extended nee. Maintenance Nee, Services nee, oder nee, nee, so. nee, 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 EHW, Extended Hardware Support. Wenn du den EHW-Kernel, dann gehst du nämlich über diese Point-Release-Kernel nämlich hinweg und tust dann auch immer aktuellere Kernel installieren. Ja, So rum gut, war ist auch das. eine Idee dann. Ne? Ja. Also, das Einzige, was Linux Mint unterstützt, ist auch die Installation mancher aktuellerer Kernel. Ich schaue gleich mal just for fun, wo wir gerade sind. Aber ja, so richtig, manchmal verstehe ich das nicht so richtig. Aber gut, ja, ne, so ist es. Eigentlich, ja, eigentlich wollte ich ja noch zu PopOS sagen, das, was am signifikantesten geändert wurde von der Oberfläche her. Und damit kann ich mich noch nicht so hundertprozentig anfreunden, ist dieser Applikationsstarter. Wir reden hier ja von GNOME. Und bei GNOME ist es ja eigentlich so, dass man dort diese relativ zentral angelehnte Symboloberfläche hat, oder wie so ein App-Drawer aus den Android-Geräten zum Beispiel. Und die haben das quasi so übernommen, nur eben nicht mit einem Abdunklungseffekt oder Blur-Effekt. Ich habe es bei mir so eingestellt mit der Blurry Shell-Extension von GNOME, dass es bei mir das Hintergrundbild wegblurrt, statt dunkel zu werden, damit das nicht so ein Bruch ist. Und die haben halt einen Bruch gemacht. Die haben jetzt wie so ein, ja, wie so ein Brett, wie so ein Schiefer, also wie so eine Tafel sieht das aus. Du hast, dein Hintergrundbild bleibt erhalten und du hast relativ mittig, als würde ein extra Fenster aufgehen, deine Applikation drinne. Und unten drunter hast du wie so eine Tabs, wo dann nochmal sortiert ist nach Office oder. Und dann kannst du auch eigene Ordner anlegen. Ich finde das ganz, ganz doof. Einerseits von der Optik her, für mich persönlich, weil ich hätte mir da gerne irgendwo noch die Möglichkeit gehabt, eine Transparenz irgendwo einzustellen, aber einstellungstechnisch ist da noch gar nichts. Es ist wirklich erstmal nur dieses Grundkonzept, dieses neue, also in Anführungsstrichen neuen Application Launchers. Für mich als irgendwo Design-Fetischist, muss man ja auch irgendwo sagen, ist das wie Brett vom Kopf, obwohl es eigentlich nur Brett im Zentrum des Desktops ist, aber dadurch, dass es halt wirklich aussieht wie ein Brett, das ist dieses Anthrazit oder schiefergraue Hintergrundfarbe, das sieht nicht aus. Also für mich ist das ganz schön gruselig, aber eben so vom Fokus her, es dickt halt nicht so träg auf, es trägt halt nicht so dick auf, wollte ich sagen, so. Warum ist richtig? Wie zum Beispiel, wenn das Ganze abgedunkelt wird. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe keinen klassischen Gnomen. Doch, auf dem anderen Rechner, den mache ich jetzt nicht mehr an dazu. Weil ich kann es jetzt nicht wirklich hundertprozentig vergleichen, aber es ist schon sehr was anderes und man merkt auch, die wollen ihren eigenen Desktop haben. Muss ich mal gucken, wie weit sich das entwickelt. Ich habe sogar im Stream sogar noch schon die ersten noch Bugs gefunden, gerade in so Funktionen, die eigentlich ganz geil bei PopOS sind, nämlich mit ihrem
Window-Tiling oder ihren Tiling-Desktop Desktop-Manager, nee, doch, Desktop-Manager. Window-Manager, oder? Window-Manager, genau. Ja. Ja. Window-Manager, da gibt es einige GNOME-Anwendungen, die darauf nicht ausgelegt sind. Es gibt GNOME-Anwendungen, die kannst du nicht über diesen Tiling Window-Manager einkürzen oder dass der da passt. Die haben eine gewisse Größe. Und das ist noch nicht angepasst. Also, es ist, wie gesagt, das habe ich einfach mal ein bisschen wild ausprobiert. Was sind so die Features? So, wohin, woher? Aber alles im Allen erstmal wieder ein schöner Schritt nach vorn. Und was ich gesehen habe, was ich aber auch nicht angesprochen habe, weil ich das nur unterbewusst wahrgenommen habe, die gehen weg von diesen Standard-Ubuntu-Repos. Die pflegen jetzt eigene Pop-OS und System76-Repos, was ja auch Sinn macht, wenn sie zum eigenen Desktop wollen, dass die irgendwo ihre eigenen Repos haben. Das war ja auch deren Beweggrund. Die wollen nicht mehr so auf Ubuntu angewiesen sein, weil Ubuntu bzw. die Basis unten drunter, die nehmen sie noch, aber diese ganzen Repos für die Desktop-Umgebung waren denen ja zu träge. Deswegen fangen die langsam aber sicher an, alles irgendwo in eigene Repos zu migrieren, wo die ein bisschen direkter entwickeln können. Ja, wow. Ja, okay. Wird spannend. Absolut. Also ich bin sehr gespannt auf diesen neuen Desktop. Bin auch ganz ehrlich noch etwas misstrauisch. Ja? Und aber generell, ja, hat sich ja Pop!_OS auch einen ganz großen Fauxpas geleistet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wer vielleicht auf dem Linux Guides YouTube-Kanal die Du möchtest das Linus Tech Linus Tech Tips Video gesehen hat. Ja. Na, der hat versucht, Pop!_OS eben so zu nutzen und hat versucht, Steam zu installieren. Und allerdings hat Steam irgendeinen Abhängigkeitsfehler, beziehungsweise das Steam-Paket unter Pop!_OS irgendeinen Abhängigkeitsfehler so gehabt, dass wenn du Steam installieren wolltest, der dir den ganzen Desktop runterschmeißen wollte. Also einen ganzen GNOME-Desktop und alles Mögliche. Die Pop-Shell, ja. Die Pop-Shell, ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein Fauxpas, wo ich mich frage, das ist eigentlich nicht das Pop!_OS, wie ich es kenne. Also eigentlich hätte ich da Pop!_OS schon etwas erprobter, ja, in gewisser Weise mir gewünscht. Und anscheinend war der Fehler auch schon etwas länger. Und der Fehler wurde dann erst relativ zügig behoben, nach dem Linus Tech Tips Video anscheinend, habe ich gelesen. Ja. Aber damit hast du gerade wunderbar gezeigt, dass du dir auch meine VODs nicht anguckst. Jetzt soll ich dir mal was sagen, das war das erste, was ich probiert habe, nachdem das Ding installiert ist. Ja, gut. Ich habe direkt Bezug genommen, dass, ob der Jean was zu meckern hätte. Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt. Ja. Das stimmt schon. Ja. Für alle, die das interessiert, ich versuche jeden Donnerstag auf meinem Twitch-Kanal, müsst ihr mal gucken, bei twitch.tv/saintofsinner. Irgendwas Technisches zu machen. Letzte Woche oder diese Woche. Diese Woche war es Pop!_OS. Mal gucken, was ich so die anderen Tage mache. Und ansonsten, außerhalb vom Donnerstag gibt es meistens Gaming-Content. Ja, auch mal so cool nebenbei. Ja, wer da was, wer da ein bisschen Gaming-affin ist, absolut. Ne? Send ja, Sinne auf Twitch abonnieren. Folgen heißt das, folgen. Aber auch gerne abonnieren wahrscheinlich, oder? Geht das schon? Nee. Um Gottes Willen. Ich tue seit 5 Jahren fast für mich alleine streamen, aber es ist dann halt so. Ich habe noch nicht die Followerschaft irgendwo aufbauen können. Aber naja, mal gucken. Das wird noch. Ja. Nee, das war wirklich das Erste, was ich getestet habe. Kann ich jetzt Steam aus dem normalen Pop!_Shop installieren? Das war auch wirklich das Erste, was ich installiert habe. Danach habe ich noch andere Anwendungen aus dem Pop!_Shop installiert. Danach habe ich sogar noch im Terminal ein paar Sachen installiert. Ich habe da einfach mal ein bisschen mich so ein bisschen ausgetobt und so meine Meinung abgegeben zu einzelnen Sachen. Das war ganz interessant. Sehr cool. Sehr cool. Ja, also ich muss sagen, das hat mich ja schon sehr schwer enttäuscht bei Pop!_OS, ja. Bin ich ja ehrlich. Hätte ich ja nicht erwartet. War ich auch eigentlich ziemlich erschüttert. Ich habe wirklich nur bei Linus Tech Tips, ich glaube, ich habe diesen Teil gar nicht gesehen. Ich habe erst die anderen gesehen. Oder habe ich das übersprungen? Also ich habe es erst in deiner Reaction gesehen und mir dann gedacht, au, das tut aber richtig weh. Aua, dachte ich mir. Also das ist ja richtig, also richtig peinlich.
Das ist schon hart peinlich. Also das ist schon, ja, ich weiß nicht, wie man dem langfristig so vorbeugen kann. Also was ich dann, glaube ich, in dem Video gemeint habe, ist dann halt eher mehr auf Flatpak quasi setzen, wenn man oder halt auf einheitliche Paketformat. Also auf ein Paketformat, was du nicht 5000 Mal für jede Distro bauen musst, sondern halt eben einmal baust und halt so das verteilst. Egal, ob das jetzt ein App-Image ist, ein Snap oder Flatpak, sei mal komplett dahingestellt. Aber halt solche ja, Formate würden solchen Fehlern halt besser vorbeugen, weil es halt diese ganzen Abhängigkeiten weniger gibt. Und das ist eine schöne Sache. Beispielsweise bei FlatHub hast du ja sogar auch Abhängigkeiten. Beim Flatpak hast du ja dann verschiedene Laufzeitumgebungen, die dann quasi diese Sandboxen dann erstmal auch ausführen. Und ja, das ist aber ziemlich modular und ziemlich einfach aufgebaut und jetzt nicht so kompliziert wie APT aufgebaut. Natürlich wird dann auch manchmal doppelt was installiert, aber das würde dann halt solchen Fehlern langfristig vorbeugen. Und ich denke, solche Fehler wirst du nie ausschließen können komplett, ne? Und das ist sehr, sehr schade auf jeden Fall. Aber auch Ja. krass, dass die da keine automatischen Checks haben in ihrer Anwendungsverwaltung. Das können wir ja wirklich machen, dass einfach schaut, okay, gut, ich habe jetzt hier automatische Skripte laufen, die einfach mal probieren, die Anwendungen durchzuinstallieren und schauen, hey, okay, passt das und wird alles von der Paketierung her. Und das hätte schon auffallen müssen. Das ist schon, aber gut, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht länger rumzureiten von mir aus. Nee, man muss ja auch dazu sagen, er hat ja keine LTS-Version genommen. Ne? Das war ja PopOS 21.4. Das war ja ein Ah, okay. Zwischenrelease. Das muss man dazu Das sagen. wusste ich Und nicht. dass da nicht jeder irgendwie jede Anwendung installiert, ist okay. Und ich sag mal, PopOS ist noch kein Ubuntu oder ähnliches. Also jeder, der sich ein bisschen mit Linux auskennt, weiß, bei Ubuntu basierend die LTS-Version, da lebt man stressfrei und nimmt die. Also ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, man muss aber auch ganz klar sagen, ich vermute, gerade weil es eine Zwischenversion ist und dass keiner so wirklich also getestet wird es vielleicht jemand haben, aber der wird es nicht gemeldet haben oder einfach, du kannst ja mit dem Repo, mit dem Klick vorinstallieren, das Repo wechseln. Und bei manchen ist es per Default apt, bei manchen ist es per Default Flatpak. Ja. Snap ist ja bei PopOS raus, ne? Also per Okay. Default ist Snap nicht mit dabei, was ganz cool Okay. ist. Ja, Für das alle, ist gut. die Snap nicht mögen, möchten oder ähnliches, bei PopOS ist es erstmal gar nicht mit dabei. Dafür ist Flatpak mit dabei, was einen gewissen Charme hat. Das ist schön. Ja, aber eben weil es wirklich die 21.4er so als Zwischenrelease, wird es vermutlich nicht wirklich jemand gejuckt haben und da muss dann halt auch erstmal ein Linus kommen, der das einfach aus Naivität testet und dann halt auch publik macht. So peinlich das fürs System 76 in dem Moment ist. Ja, also lieber so als gar nicht. Ja gut, das stimmt schon. Aber ja, also ne, da sollte man eigentlich schon mal so wenigstens so ein bisschen Qualitätssicherung haben. Und ich glaube, das fehlt häufiger in der Open Source Welt. Aber ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen, weil ich glaube, das ist so ein Riesenfeld, was man, glaube ich, nicht mal in einem Podcast so durchbekommt. Das, Nee, wirst doch nicht. Wirst du ne, nicht. von daher. Also Qualitätssicherung, finde ich, ist unter Open Source manchmal noch nicht da, wo wir vielleicht sein wollen. Ne? Aber gut. Das ist auch mal schön, dass es dann publik gemacht wurde und ich denke, da sind auch sicher Konsequenzen hinter der Fassade sicher gezogen worden. Hoffe ich einfach mal. Ich denke mal, also ja. Also nachdem Linus das rausgebracht hat, wurde es ja auch schnell gefixt. Und ich denke mal, ja, also so eine Negativ-Publicity möchte so eine Firma natürlich nicht. Also die werden da garantiert nachgepatcht oder nachjustiert haben. Also. Ja, absolut. Und vor allen Dingen tatsächlich auch so eine negative Publicity, ne? Direkt durch Linus Tech Tips, also einer der größten englischen Technikkanäle, die es gibt. Also das Eigentlich der wünscht sich größte. keine Firma. Also, Ja, aber gut, ne? Haben wir natürlich mal wieder getoppt. Ne? Aber gut, ich würde mal sagen, ich glaube, das wäre es soweit von mir zu dem Linus Tech Tips Thema. Außer du willst noch was sagen. nee, das hat sich ja nur angeboten, War weil wir schön. gerade bei PopOS waren. Ja, schön. Gibt's was bei dir, was du letztens, ja, für dich so entdeckt oder durchgegangen bist?
Ja, zum einen einmal natürlich die neue Linux Mint Version, die Linux Mint Version 20.3, die wird hoffentlich in den nächsten Tagen erscheinen. Habe ich jetzt auch schon ein Video gemacht für den YouTube-Kanal. Und ja, ist ein kleineres Update, würde ich mal sagen. Ne? Ist nicht so riesig viel geschehen, aber wir haben ein etwas angepassteres Thema beispielsweise. Ich finde, das sieht jetzt nicht mehr so verspielt und unprofessionell aus. Es sieht eher ein bisschen moderner und professioneller aus. Ist jedenfalls mein Eindruck. Und eins, zwei neue, ne, eine neue Anwendung jetzt, die heißt Thingy oder Bibliothek auf Deutsch. Und ich muss sagen, ja, die Anwendung ist schon ganz cool für die Leute, also für die Leute, die das noch nicht kennen. Das ist eine Anwendung, die nichts anderes macht, als dir die letzten angesehenen PDFs oder E-Books anzuzeigen. Mehr macht das Ding nicht. Und Favoriten anzuzeigen, das war's. Ne? Ist einfach nur ein Fenster, was du aufmachen kannst, wo du einfach nur die, ja, PDFs und Zeitschriften und sowas, die du vielleicht so dir heruntergeladen hast, einfach im chronologischen Verlauf anzeigt, so hey, was hast du das letzte Mal geöffnet, was möchtest du vielleicht weiter lesen. Mehr ist da nicht. Ja? Und das ist natürlich eine ganz nette Anwendung und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen immer mal wieder damit beschäftigt, ja, wie werden überhaupt Linux Mint Anwendungen gebaut bzw. programmiert und da war Thingy ein hervorragendes Beispiel, weil das nicht so ein Riesenprojekt ist wie beispielsweise die Aktualisierungsverwaltung. Das ist unglaublich viel, wenn man da mal in den Source Code reinschaut. Und Thingy war da so eine Sache, da konnte ich mich ganz gut dann reinarbeiten und dann auch wirklich mal jede Zeile nachvollziehen. Aber am Ende ist es auch nicht so unbedingt die krasse Neuerung, ne, in Linux Mint. Und ansonsten, ja, thementechnisch hat man ein bisschen was gemacht, dies, jenes. Ja, aber ich finde, man merkt schon, vor 2 Jahren, glaube ich, sind zwei Hauptentwickler da rausgestiegen. Merkt man schon, dass sich Linux Mint sich manchmal ein bisschen schwer tut. Ja, beispielsweise die Softwareverwaltung, die finde ich mittlerweile nicht mehr ganz so zeitgemäß. Oder, ja, also das wäre das, was ich vielleicht gerade so, ja, ich sag mal, anbringen würde. Und vielleicht noch mal ein paar andere Sachen, die mir gerade nicht einfallen. Und ich finde, ja, da hat Linux Mint in gewisser Weise schon einen Investitionsstau, wenn man so möchte. Oder beispielsweise auch Touch-Support für das Menü. Im Cinnamon gibt es noch nicht. Ja? Und ansonsten funktioniert eigentlich alles durch die darunterliegenden GNOME-Bibliotheken. Das ist sehr, sehr schade. Ne? Ein bisschen verschenktes Potenzial auch manchmal. Ja? Und Bildschirmtastatur hat Linux Mint tatsächlich auch schon, das auch sehr, sehr gut implementiert. Aber das Menü selber touchmäßig freundlich zu machen, darum hat sich immer noch keiner gekümmert. Ne? Naja, sind also manche Sachen, wo ich mich frage, na gut. Aber ist es denn überhaupt in Cinnamon vorgesehen, irgendwie eine Touch-Unterstützung zu haben? Weil Cinnamon ist doch damals so als GNOME 2-Fork eigentlich nur für den Desktop da gewesen. Ich glaube doch gar nicht, dass Cinnamon irgendwo in Richtung Touch gehen möchte. Nee, also strategisch nicht, Ja. aber soweit funktioniert, also ich nutze tatsächlich auch Linux Mint Cinnamon auf meinem Laptop, wo auch Touch Support drauf ist und ich kann halt alles unter Touch bedienen. Ich kann diesen Laptop auch umklappen, so, das ist so ein Lenovo Yoga-Dings, was du umklappen kannst und als Tablet quasi nutzen kannst. Und das funktioniert mit Cinnamon auch echt sehr, sehr, sehr gut. Nur halt eben dieses Menü funktioniert noch nicht. Ansonsten kannst du die Bildschirmtastatur beispielsweise auch in die Leiste unten legen. Wenn du auf das Icon tippst, dann öffnen sich die Tastatur und die Fenster werden dann auch tatsächlich kleiner gemacht und so. Also wirklich auch sehr, 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 sehr Ja, schön integriert. was meinst du mit nicht funktionieren? Funktionieren, also reagieren tut's, aber es ist halt nicht angepasst, weil dieses Cinnamon-Thema, also oder dieses Cinnamon-Design nicht so wirklich auf Touch ausgelegt ist. Es ist Nee, sperrig zu bedienen oder es ist gar nicht zu bedienen im Menü es ist dort. gar nicht zu bedienen. Du kannst, Echt? Ui. ich muss das nochmal genauer schauen. Aber jedenfalls ist es absolut nicht intuitiv. Du kannst es, so wie das Menü gerade ist, auch viel, viel besser touchmäßig integrieren. Beispielsweise kannst du nicht hoch und runter wischen, dass du quasi durch die Anwendung durchscrollst. Ja? Was du ganz normal mit dem Mausrad im Menü machst, beispielsweise bei allen Anwendungen, kannst du mit dem Mausrad dann durchscrollen und das kannst du nicht mit hoch und runter wischen beispielsweise. Und auch das Öffnen der oder das Anklicken der Kategorien hat halt eben so einen anderen Input, dass dieses Menü nicht reagiert. Mit meinem Stift, womit ich auch schreiben kann quasi da drauf, das ist nochmal so eine andere Ebene. Da geht das Menü dann ganz gut, aber wenn ich das nur mit Touch bedienen möchte, geht es nicht. Und das ist ja einfach ein bisschen verschenktes Potenzial. Aber ansonsten,
Ja, ist Linux Mint Cinnamon auch für Touchgeräte gar nicht so schlecht, jedenfalls nutzbar, ne? Dass nicht das ja der Desktop ist, der jetzt auf Touch setzt ohne Ende, das ist schon ganz klar. Ich denke, das soll doch jedem klar sein, aber wenigstens ein bisschen Unterstützung, ja, würde ich mir schon manchmal wünschen, ne? Muss nicht super ausgefeilt sein. Und wenn du siehst, wenn du bei GNOME siehst, dem Desktop, wenn du das kommt im Tablet-Modus verwendest, dann musst du da links oben irgendwie dieses Aktivitäten-Symbol antatschen, dass du dann überhaupt wieder zurück quasi ins Menü kommst. Das ist so, ja, auch eine schwierige Sache bei GNOME, finde ich, ne? Ja, Ansonsten wenn man schreiben diesen sie sich wirklich das ja. klassischen Gnome nimmt, ne? Ja, genau, ja. Ansonsten schreiben sie sich das ja so auf die Fahne und dann, ja, finde ich, das ist auch so ein bisschen ungelungen. Aber gut, ich glaube, das ist ziemlich hohes Meckern oder Meckern auf hohem Niveau. Und von daher, ne, ich finde es schön, dass die neue Linux Mint Version wieder jetzt erscheint. Und ich freue mich auch schon total auf die neue Version, vor allen Dingen wegen des neuen Themas. Das sieht wirklich ein bisschen besser aus. Aber ja, sagen wir es mal so richtig, funktionalitätserweiternd war das jetzt eher nicht. Ja, aber ja, ist auch okay. Ja, Dafür war. ich denke mal, die übliche Paketpflege wird drinne sein, ne? Also Ja, also mal wobei, ne? LibreOffice hat immer noch die Version 6.4, wobei Ubuntu tatsächlich auch noch, habe ich jetzt gestern nachgeschaut, oder heute sogar, vorhin sogar. Generell, ja, ne? Haben sie natürlich ein paar Anpassungen in den X-Apps gemacht, aber jetzt, ich sag mal, nicht die Anpassung, ne? Wie beispielsweise bei den Versionen davor hattest du die Web-Apps ganz neu, da hattest du diese Favoritenfunktion beispielsweise ganz neu. Das waren wirklich Sachen, die ja wirklich deinen Arbeitsalltag erheblich erleichtert haben und auch coole neue Funktionalität dazu gebracht haben. Ja, gut, kann auch sein, dass ich halt einfach nicht ganz so gelesen bin und von daher diese Bibliotheksanwendung nicht ganz so brauche. Das würde ich ja vielleicht auch, ich sag mal, nicht unbedingt unbetrachtet lassen. ja, das kann ja mitunter sein, ne? Also wenn du es nicht nutzt, woher willst du dann den Nutzen ziehen, ne? Absolut, absolut. Haben wir noch Zeit für ein weiteres Thema? Ja. Du Und musst doch zwar, irgendwann weiter, nicht ich. haha, ja, und zwar O3.de. Das ist die Open 3D Engine. Das ist, weiß nicht, haben wir das schon mal im Podcast kurz Ja. besprochen? Hatten wir, ich konnte nicht nachgucken, irgendwo März, April, Mai rum Okay. hatten wir die Geschichte mal drin von Amazon, die Open Source Geschichte. Oder die von Amazon zur Open Source Community übergeben, das 3D Engine. Ja, genau. Ja, die ist das. Hm? Ist so eine Abspaltung von der Amazon Lumberyard Engine, in der beispielsweise auch Star Citizen oder sowas gemacht wird. Und generell habe ich jetzt mal probiert, die Open 3D Engine zum Laufen zu bringen. Mittlerweile gibt es auch einen Linux-Client dafür habe mir das einfach mal angeschaut. Und generell dafür musste ich erstmal Ubuntu 20.04 installieren, LTS, beziehungsweise ich wollte das auch machen, weil erstens meine Partition, wo ich hier drauf bin, die hat gar keine 100 GB freien Speicherplatz mehr auf dem Linux Mint. Ich habe gesagt, gut, bevor dir das ganze System zerschießt, dann nimmst du von der Datenpartition mal 100 GB und haust dir mal ein Ubuntu drauf, ein 20.04er. Und dann habe ich das da versucht so zu installieren und ich muss sagen, ich habe mal guten Tag quasi jetzt gebraucht, bis ich das installiert bekommen habe. Gut, ich habe nicht die ganze Zeit dran gearbeitet, ne? Vielleicht Arbeitszeit, ich sag mal, 3 bis 4 Stunden. Aber ja, so richtig, ja, man merkt, dass es noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ist, ne? Also du hast mittlerweile auch ein paar Tutorials auf YouTube von der Open3D Engine, was die selber auch produzieren und da kriegst du dann so ein bisschen was mit. Habe ich mal vorhin auch Just for Fun, so vor ja, 4 Stunden oder sowas, auch einfach mal probiert, ein Projekt unter dieser Open3D Engine, als ich es dann wirklich installiert bekommen habe, versucht anzulegen und zu starten. Und so weit bin ich noch nicht mal gekommen, ja, weil irgendwie dann noch so viel gebaut wird im Hintergrund und heruntergeladen wird und so weiter, dass ja, ich dann jetzt, ich glaube, nach 1,5 Stunden warten immer noch nicht den eigentlichen Editor gesehen habe. Das ist eine ganz, ganz große Klasse auf jeden Fall. Von daher, ja, ich finde es sehr, sehr cool, dass es sowas entwickelt wird, aber ne, mal so ein bisschen an die Leute, die es vielleicht auch mal interessiert hat,
So richtig anwenderfreundlich ist es nicht. Ja, sagen wir mal noch nicht, ne? Das ist ja auch relativ frisch, das ganze Projekt. Um es mal in Relation zu setzen zu manch anderen Projekten. Absolut, ja, also das wurde Anfang des Jahres gegründet und dass jetzt da trotzdem noch schon so viel, ich sag mal, Effort reinstecken und jetzt schon einen Linux-Client entwickelt haben, den es am Anfang noch gar nicht gab. Und auf GitHub ist hier sehr, sehr viel. Dieser YouTube-Kanal mit den ganzen Tutorials, die Dokumentation wird die ganze Zeit erweitert. Die, ne, schauen da wirklich, dass sie da Fuß fassen. Ne? Aber momentan jedenfalls, ja, wer das wirklich ernsthaft versucht, irgendwie auszuprobieren, nee, ist es noch nicht so weit. Aber ich finde es sehr, sehr cool, einfach da dann das nochmal angeschaut zu haben, so in der Hinsicht. Ja, und ich habe mir mal so ein bisschen da die Beispiele angeguckt, die Beispielbilder auf ihrer Seite. Da sind ja auch schon echt sehr, sehr gute Ergebnisse zu sehen. Und die Engine scheint auch auf der Höhe der Zeit für Open-Source-Spiele zu sein. Ne? Das ist ja das, was uns noch so ein bisschen gefehlt hat in der Open-Source-Welt. Also wirklich reine Open-Source-Spiele haben wir zwar, gucke Richtung Mindtest, Richtung OpenRA und alle so Geschichten oder T-Worlds, aber das sind halt eher, ja, ich sag mal, grafikbescheidene Anwendungen. Ne? Also da hast du nicht wirklich viel mit Grafik zu tun. Da hast du vielleicht noch ein Veloren, ich weiß Verloren gerade. heißt es, Ja. 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 Also sagen wir so, die AAA-Qualität ist noch nicht da. Nee, ist Ja, weil natürlich auch die gut. Engine gefehlt hat, aber die haben wir ja jetzt rein theoretisch. Ja, in der Hinsicht stimmt schon, aber ja, es kann schon sein. Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt mit der Engine hochwertige AAA-Spiele auf Open Source Basis bekommen, weil das rentiert sich einfach für keinen. Aber dass wir da auf jeden Fall neue Technologie bekommen und dann insgesamt neue 3D-Spiele und Anwendungen, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, ne, dass da Open 3D-Engine, die wollen ja nicht nur Spiele machen, die wollen ja für alles, was 3D ist, da Schnittstellen dann anbieten am Ende, das soll ja noch ein Riesenprojekt werden. Bis jetzt ist es nur so ein bisschen Spiele-Engine und da fehlen auch noch super viele Features, was ich mal so geschaut habe in der Liste. Aber trotzdem, ja, wir haben ja beispielsweise auch noch eine andere Open-Source-Game-Engine, die sehr vielversprechend ist. Und zwar Godot und mit der entwickle ich tatsächlich auch momentan ja auch ein Spiel nebenbei. Ja, ist zwar 3D noch nicht ganz so ausgefeilt und da wird die Open 3D Engine das natürlich komplett überholen, aber im 2D-Bereich beispielsweise ist da Godot schon ganz gut mit dabei. Also wir haben schon ein paar mittlerweile Open Source Engines, die das ganz gut machen, aber gut, du hast schon recht, in AAA-Qualität. Ja, wird's wahrscheinlich schwierig mit Godot tatsächlich auch 3D-mäßig. Und das wird die Open 3D Engine beheben. Und ich bin mir sicher, wenn du dich jetzt schon einfuchst in die Engine, dann kannst du jetzt auch schon sehr, sehr viel so kreieren, ne? Aber generell, ja, bis jetzt musst du dich noch sehr, wow, vor meinem Fenster ist irgendwie so ein Motorradfahrer gerade aufgeheult. jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Nee, da wirst du sicher noch viel, viel Aufwand reinstecken müssen in die Open 3D Engine, dass du es wirklich so schön nutzen kannst. Bis jetzt ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, ich fand Ja. das mal sehr, sehr spannend, das so auszuprobieren. Ich sehe auch Und sehr viel Potenzial noch in Richtung Open Source, Spezialsoftware, in Richtung Raumerstatter oder Architekten oder Architektur, ja. ja, ob man damit auch Das. ein AutoCAD-Klon oder was heißt Klon, eine freie Version, also ein Open Source Pendant zu AutoCAD oder ähnlichen schaffen könnte, wäre vielleicht auch ganz interessant. Ein paar Sachen gibt es ja, FreeCAD oder FreeCAD gibt es, glaube ich. Ich Ja. weiß nicht, wie gut das ist. Aber sagen wir so, architekturmäßig hat ja die Unreal Engine voll die Nase vorne. Also da, ja, irgendwie auch Autohersteller benutzen mittlerweile die Unreal Engine und so. Einfach nur, um sich dann neue Designs anzuschauen, das in VR dann so anzuschauen. Und das halt wirklich mit Materialien, das ja, jenseits von Gut und Böse ist. Das ist echt krass. Aber generell, ja, das wäre ganz cool, wenn das die Open 3D Engine kann. Also ich gehe mal davon aus, dass die Open 3D Engine auch versucht, in gewisser Weise die Unreal Engine so anzugreifen.
Und ein Gegengewicht zur Unreal Engine schafft. Und das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich gibt es noch andere professionelle 3D-Engines wie Unigine. Dann haben wir, na gut, die CryEngine ist ja irgendwie in gewisser Weise ja dann mit dieser Open-3D-Engine verwandt. Aber Unity haben wir beispielsweise noch. Aber so 3D-stark sind die, würde ich jetzt sagen, auch gar nicht so. Also da ist Unreal Engine, besonders Unreal Engine 5, auch tatsächlich auch noch meilenweit voraus jeder anderen 3D-Engine so in dem Bereich. Beispielsweise kannst du mittlerweile unbegrenzt viele Polygone auf eine Welt schmeißen und der handelt das wie Butter und das ist schon unglaublich, ne? Solche Features. Und das wird auf jeden Fall mit der Open 3D Engine noch ein bisschen dauern. Aber ich kann mir vorstellen, es sind auch große Partner drin, wie Adobe beispielsweise auch und Google, AWS und so weiter, wo ich mir vorstellen könnte, dass das langfristig ein tolles Gegengewicht zur Unreal Engine wird. Wir haben zwar noch einen langen Weg vor uns, aber generell muss ich sagen, ja, verdient diese Engine jetzt schon relativ viel Respekt, was sie da schon in kurzer Zeit so aufgebaut haben. Ist schon sehr bemerkenswert. Auch natürlich, wenn es der erste Anfang ist. Und das merkt man leider an jeder Ecke von dieser Engine noch. Aber ich fand es ganz cool, das mal ausprobiert zu haben. Ja, und es bleibt spannend, wie sie sich entwickeln. Das ist ja, also ich muss nur noch mal abschließend sagen, ich finde beeindruckend, was nach nicht mal einem Jahr schon so für Ergebnisse abgeliefert werden können, wenn man es Das dann ist unglaublich. hinkriegt. Ja. Ja, also das hätte ich auch gar nicht erwartet, dass es dann in solchem Tempo vorangeht. Und da bin ich gespannt, wie wir in einem weiteren Jahr dastehen. Also das ist wirklich um einiges schneller, wie beispielsweise bei der Godot Engine. Das würde da, glaube ich, ewig lang dauern. Ja. Die haben tatsächlich schon seit über einem Jahr angekündigt, dass die neue Godot 4-Version schon raus sein sollte, so nach dem Motto. Die ist immer noch nicht draußen und es ist noch kein Release in Sicht. Also von daher, ja. Das fehlt noch einiges. Und da, also hat jedenfalls die Open 3D Engine natürlich, die hat ganz andere Mitteln, ja. Die hat ja, ist ja von der Linux Foundation gebackt und ganz, ganz viele große Sponsoren, beziehungsweise Partner und auch Know-how tatsächlich, ja, was sie dann von Amazon Lumberyard schon direkt mitbekommen haben. Das fehlt natürlich dann einer ganz, ganz, ganz freien Community wie der Godot Engine. Aber die Open 3D Engine ist in der Apache 2 Lizenz und von daher kannst du sie für alles verwenden, was du möchtest. Und das Ja. ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich bin gespannt. Vielleicht wird die auch wirklich von irgendwelchen großen Entwicklungsstudios einfach mal genutzt. Kann sein. Also wie gesagt, wir warten mal ein bisschen ab, das Ganze, und irgendwann wird da vielleicht die Open 3D Engine in einem neuen, ja, Assassin's Creed, wird die Serie überhaupt noch fortgesetzt. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil mir das alles irgendwie immer das Gleiche war. Ja, ich glaube, die haben ihre eigene Engine tatsächlich, Ubisoft. Ah. Aber die Frage ist natürlich, wann rentiert sich das dann eher ein Gemeinschaftsprojekt mitzumachen, wo dann ne, die alle gemeinsam da ihre Power reinsetzen und weniger am Ende ja, die Ressourcen jeweils einzeln eben einsetzen müssen, um dann so eine tolle Engine zu halten. Und da gibt es ganz, ganz viele Partner. Ich schaue da mal durch. Genau, Adobe, Niantic, das sind die Pokémon Go-Entwickler. Intel ist dabei, Huawei ist dabei, alles Mögliche. Red Hat natürlich auch. Und ganz, ganz viele Firmen, die ich hier nicht kenne. Aber da sind echt große Partner drin. Also da, Ja. das Und wird auf jeden Fall großen Erfolg haben, gehe ich stark von aus. ja. Aber gefühlt ist auch Red Hat bei allem dabei. So gef also Ja, die bin haben ich auch ganz Ressourcen ohne verrückt. Ende, ne? Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber gefühlt sind die doch überall mit dabei. Noch nicht bei den Tux-Tagen. Nee, das noch nicht. Das ist richtig. Aber ansonsten überall. Ja. Ja. Ja, sehr Ach, cool. verrückt. Ja. Also so viel zur Open 3D Engine. Oh, ist ja auch mal ganz interessant. Ich habe zum Beispiel noch in den letzten Tagen und Wochen, muss man mal ganz ehrlich sagen, quasi die gesamte Advents- und Vor-Adventszeit mal so ein bisschen genutzt, um noch mal ein bisschen mit den Raspberry Pis in allen Variationen rumzuexperimentieren. Ich habe meinen Raspberry Pi W Zero oder Zero W Boah, das sagt mir gar nichts. ausgetauscht gegen den Raspberry Pi Zero W2, was schon mal ein richtig schönes Upgrade für einen schmalen Taler ist.
Einfach nur, weil da jetzt ein Quad-Core-CPU drin ist. Arbeitsspeicherzahl bleibt die gleiche, aber das gibt nochmal einen richtig schönen Sprung nach vorne. Konnte dann meinen Zero 1 sozusagen erstmal in die Ecke legen, beziehungsweise habe ich mir dann einfach gedacht, boah, bestellt man sich mal eine Kamera dazu und habe da einfach mal Motion iOS drauf installiert. Das ist ein abgespecktes Raspbian mit Motion als Bewegungserkennungsengine, und dieses Motion Eye ist quasi so ein bisschen das Frontend, so eine Web-GUI dazu, um das Ganze bedienbar zu machen und daraus eine Überwachungskamera zu machen, die auf Bewegung achtet oder Bewegung reagiert und das Ganze dann entweder per Bild oder per Video abspeichert und oder beides. Da wollte ich einfach mal so ein bisschen Open Source, wie heißt das, Civilians Techniken ausprobieren. Das war ganz interessant, das funktioniert auch gut. Aber ja, habe ich irgendwie gerade bei mir im Flur zu hängen, und ja, eigentlich spiele ich nur damit rum. Was aber cool ist bei diesen Pi Zeros, die brauchen wirklich so wenig Strom, die kannst du von jedem Gerät, was eine USB-Buchse hat, bepowern lassen. Das Ja, ist das das ist Geile. unglaublich gut. Ja. Wobei mein einer Raspberry Pi, den ich jetzt hier habe, das ist der allerneueste, irgendwie Raspberry Pi 4 mit Denk einer dran, ich meine den zweiten. Zero, ich meine den Ja, ach, kleinen. Zero. Ach so, okay. Ja gut. Ja, die kannst du mit allen betreiben. Ne? Die anderen aber nicht. Also dann brauchst Nee, du, das ist deswegen. ja auch ein gescheites Netzteil teilweise für. Ne? Geht nicht jeder USB-Lader, Nee, musste nee. ich schlimm feststellen. Ja. Nee, die brauchen ein bisschen mehr Bums. Das stimmt. Das ist cool, diese Aber, Zero-Serie. ja. Also das ist richtig, das fand ich richtig erschreckend genial. Also die kosten ja Gott sei Dank nicht die Welt im Vergleich zum Pi 4 zurzeit. Also Wie viel kosten die? ich habe den Zero 2 für 16 Euro bekommen. Jetzt aktuell ist er um 1, 2 Euro angestiegen. Geht aber auch noch für so einen Single-Board-Computer mit der Leistung und ja, wie gesagt, dem Verbrauch. Also das ist wirklich absolut lächerlich. Also, und so als Spieleplatt, also als Spieleplattform in Anführungsstrichen, als Experimentierplattform, das ist das bessere Wort. Spielen kann man damit auch, da läuft auch wunderbar, wie heißt es, RetroPie drauf. Das ist übrigens das, Das was ich ist cool. ausgetauscht habe. Ich habe irgendwann mal basteltechnisch eine alte NES-Cartridge genommen, die ausgehöhlt, dort ein USB-Hub und einen Dings-Adapter, ein HDMI, nee, Mini-HDMI zu HDMI-Adapter reingebaut, dass unten quasi an dem Schacht, wo normalerweise die Platine wäre, quasi alle Anschlüsse rausgucken und dem Pi dort quasi ja, alles eingebaut, fest verklebt, und jetzt habe ich quasi eine NES-Cartridge, die alles emulieren kann. Das war mal so ein Nebenbei-Bastelprojekt. Das ist auch sehr cool. Kannst du Wow. wunderbar mitnehmen. So für Okay. Reisen, das ist ganz angenehm. Ja, ich habe mir gerade ein Bild mal an zu dem Raspberry Pi Zero 2W. Das Ding ist ja, da wirkt ja ein Mini-USB oder was ist das? Mini-HDMI-Anschluss wahrscheinlich. Ja, so klein, aber so groß schon tatsächlich gegenüber der Gesamtplatine. Und die SD-Karte ist einfach. Das ist unglaublich, wie groß dieser Micro-SD-Karten-Slot ist, ja. Das ist unglaublich. Ja. Also die nehmen wirklich keinen Platz weg. Ich habe den, damit der halbwegs an der richtigen Stelle ist, für die Kamera mit so einem Tesa-Poster-Strip an die Wand geklebt, weil ich es gerade nicht besser irgendwo hin machen konnte. Hält wunderbar, weil der wiegt auch nichts, der wird auch nicht warm. Das Ja, ist so das logisch. Geniale. Ja, wie soll er auch warm werden mit so wenig Strom, ne? Ja, naja, aber wie gesagt, der bringt seine Leistung. Also das ist ja der Einser, den ich so als Surveillance Station jetzt benutze, oder Surveillance Appliance, also wie man es nennt, als Web-Überwachungskamera, sagen wir es mal so. Qualität ist IO, Leistung ist IO. Natürlich hat das Live-Bild eine gewisse leichte Verzögerung, weil das ein bisschen von der Kamera über die Motion-API verarbeitet werden muss und dann im Frontend oder in dem Web-Frontend dann dargestellt wird. Hast eine leichte Verzögerung zum Live-Bild. Also wenn du jetzt wirklich von unterwegs drauf guckst, hast du leider so drei Sekunden ungefähr Versatz drin. Ah, das ist voll okay, die 3 Sekunden dafür, finde Ja, ich. deswegen. Also das ist völlig okay. Und so eine
So eine Kamera dafür mit 5 Megapixel kostet auch so um die 18 Euro habe ich dafür bezahlt. Die war fast teurer als das eigentliche Board. Ja, so ist es, ne? So ist es. Sehr Nee, cool. das war eine ganz coole Nummer. Und dann habe ich mich wirklich in den letzten Tagen so ein bisschen, ja, mit Zähneknirschen beschäftigen müssen. Ich betreibe ja auch Raspberry Pi als NAS bei mir, als NAS-System. Mit so einem netten NAS-Gehäuse, wo 4 2,5 Zoll Platten Platz finden. Von Allnet war das? Ja, Allnet. Und war immer nicht so richtig zufrieden mit der Leistung beziehungsweise von so einem Linux-Raid. Das tut ja ersten Sonntag des Monats einfach mal so ein ja, sein Raid überprüfen, Ach ja. so eine Routineüberprüfung machen. Ja, und ich habe da, wie gesagt, viermal, nicht wie gesagt, weil ich es noch nicht gesagt habe, ich habe da einfach 4 mal 2 Terabyte im RAID 5 drin, dass ich 6 Terabyte habe. Und so ein Raspberry Pi braucht halt relativ lange, um einfach mal 8 Terra zu prüfen, dann noch mit dem RAID 5 Verbund gegenzurechnen. Der war dann immer so, ja, 2,5 Tage, 3 Tage einfach mal mit beschäftigt. Und dieser kleine China-Lüfter, der da drinne ist, der ist mitunter relativ laut und das hat mich gestört. Da dachte ich mir, da muss es doch was anderes, was Besseres, was Hübscheres geben. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, was ich so gemacht habe, weil das habe ich schon vorher mal gemacht. Das habe ich, glaube ich, sogar zu den ersten Tux-Tagen schon mal erzählt. Unter uns, Ja, stimmt, ja. da war Luke noch dabei, der fand das auch ganz interessant. Ja, das war zu den ersten Tux-Tagen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, da muss es doch was anderes, da muss es doch was Cooleres geben. Hab dann so ein bisschen geguckt und gemacht und dann dachte ich mir, ja, ZFS mit dem eingebauten RAID ist ja vielleicht auch mal ein Versuch wert. Ja, und dann ging die wilde Odyssee los. Also ZFS als OpenZFS-Variante lässt sich auf einem Debian 11, also auf einem Raspbian, nee, Raspberry Pi OS heißt es ja jetzt, Ja. nicht installieren, weil die Kernel-Module dort einfach nicht kompilierbar drauf sind. Na, Ja. krass. Ja, das hat schon mal relativ viel Zeit gefressen. So, dann war das Ding, ja, dann nehmen wir halt ein Ubuntu 20.04. Ich brauche zwar immer noch einen Treiber für diese Mini-Platine, damit ich die 4 Platten dort einstecken kann. Gibt es aber auch. Wunderbar. Also alles installiert, ZFS dort installiert, wunderbar, als OpenZFS, dort ein RAID eingerichtet, mit Cockpit als Anwendung, wo übrigens Red Hat mit als Sponsor drin ist bei dem Projekt. Die sind Okay, bei klasse. Cockpit, ja, sind sie mit drin. Ja, okay. Dementsprechend, ja, also die sind überall mit drin. So als Verwaltungsoberfläche, alles schön, alles gut. Und dann ging es los. ZFS. Eigentlich ein geiles Dateisystem. Wirklich richtig hübsch gemacht. Das ist ein Copy-and-Write-Dateisystem. Bedeutet, du hast immer konsistente Daten. Du hast eine Deduplizierung schon mit drin im Dateisystem. Du hast eine Autokorrektur mit drin. Du hast eine Komprimierung mit drin, wenn du das möchtest. Ja. Das ist eine Klingt coole eigentlich Basis, schöner. ja. Ja, klingt schöner als wahr zu sein. Das funktioniert auch sehr gut, nur nicht auf dem Raspberry Pi. Ja, das ist dann schade, ne? Aber gut, da brauchst du dann, da ist dann einfach mal architekturtechnisch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vielleicht auch nicht mehr vorstellen, jedenfalls. Könnte Ja. ich, ja, ist das Also schwierig dann. Aber gut. zumindest nicht mit dem wie nennen sie es, RAID Z1. Oder RAID Z1? RAID Z1? Ja doch, RAID Z1. Also RAID Z für das ZFS RAID und 1 für eine Paritätsplatte, sprich ein RAID 5. Das geht dann noch bis 3 oder 4 sogar hoch, dass du bis zu 4 Paritätsplatten hättest. Ist aber irrelevant. Für so ein RAID 5 mit ZFS, da kommt der Raspberry Pi einfach nicht hinterher. Also ZFS lebt von RAM. Gut, ich habe einen Raspberry Pi mit 8 GB RAM. Und Das ist ordentlich. man sagt sich so, pro Terra in dem RAID-Verbund ein Giga RAM vorhalten. Ja, 6 Terra hatte ich, 8 habe ich. Und auch so seine 6 GB an RAM hat er sich auch gezogen. So, alles wunderbar.
Ach so, was ich noch vergessen habe, Snapshots. Dieses Dateisystem kann Snapshots machen, bedeutet, wenn du Ransomware im Netzwerk hast, deswegen wollte ich mir das angucken, für Rechenzentrum oder Kunden, und da kommt so ein Ransomware oder so ein Verschlüsselungstrojaner, geht dir durchs Netzwerk, sagst du einfach dem ZFS-Nenner, roll doch den letzten Snapshot zurück und dann sind die Dateien wieder da. Das ist klasse, wenn ZFS wirklich gegen solche Krypto-Dinger so erstmal so gegen solchen einfachen Krypto-Dinger sicher ist. Klar, wenn der Trojaner das natürlich erkennt und das dann irgendwie davor, ich weiß nicht, du kannst es sicher auch irgendwelche Stände dann löschen irgendwie, um dann vielleicht den Plattenplatz wieder freizugeben, gehe ich Dann davon aus, oder? müsste, also ja, kannst du. Aber dann müsste ja der Trojaner Zugriff zum ZFS, also zum System und am ZFS haben. Das hat der Trojaner ja meistens nicht. Der Trojaner guckt ja auf dem Hostsystem, wo habe ich noch Dateisysteme, die ich befallen kann. Das stimmt. Aber Ah, direkten okay. Zugriff haben die Das ja macht nicht. Sinn. Ja, stimmt. Nee, das ist ja super dann, ne? Das ist echt cool. Das ist richtig geil, das kannst du auch durchautomatisieren. Es gibt so eine Linux-Bibliothek, nennt sich ZFS Auto-Snapshot, und dann kannst du per cron definieren. Im Viertelstundentakt kannst du dir beispielsweise Snapshots einrichten, und die haben auch im Schnitt immer nur Kilo bis Megabyte Größen. Ne? Der braucht ja nur die Veränderung, je nachdem, was du machst. Das ist noch Absolut. so ein richtig cooles Killer-Feature, weswegen ich es mir eigentlich angucken wollte. Funktioniert auch wunderbar, nur eben nicht auf einem Raspberry Pi. Ja, No. und Ende vom Lied ist dann, dass ich wieder zu meinem klassischen Aufbau zurückgegangen bin mit Open Media Vault. Nur da hatte ich auch noch eine kleine Odyssee durch. Das war dann nämlich die Zeit, wo so in den Linux-News waren oder in den Open-Source-News, dass jetzt Raspberry Pi OS Legacy, also sprich Debian 10 als Unterbau, noch wieder downloadbar ist, weil es beim 11 dann doch noch irgendwo Problemchen gibt. Und da wurde ich stutzig. Warum machen sie denn sowas? Ja, das ist schwierig, absolut. Ja, das ist gehört sich nicht. Ja, der größte Witz war gewesen, das sind ja alles die 32-Bit-Varianten, die sie auf der Seite und über den Imager zum Download bereit haben. Die haben aber genauso die 64-Bit-Varianten, nur tun sie die nicht öffentlich verteilen, sage ich mal. Kann man aber Das wunderbar verstehe über ich auch nicht diesen... so richtig irgendwie, weil es dann vielleicht nicht so performant läuft, die 64-Bit-Dinger. Kann Nee, ich, ist das so oder? die laufen sogar performanter, weil ja das ein 64-Bit-ARM-Prozessor ist. Oh, ja, ich Die verstehe das irgendwie nicht so richtig. haben immer noch diese Paketschichten nicht hingekriegt. Weil ich habe es wirklich mal Ach. testweise ausprobiert, wollte das fertig machen. Auf meiner NAS läuft noch fürs Homeoffice, damit ich firmentechnisch per Telefon erreichbar bin, ein SIP-Proxy, also SIP-Telefonie, falls das dir unter unseren Zuhörern was sagt. Jo. Ein SIP-Proxy. Der Witz ist, Raspberry Pi OS mit Debian 11 als Unterbau, 32-Bit, ist es per APT verfügbar. Auf dem reinen 64-Bitter gibt es das nicht. Na Und da habe ich krass. mir gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Also, ja, also das waren so die letzten Tage, wo ich so ein bisschen rumgespielt habe mit den ganzen Geschichten. Also war schon ganz interessant. Das ist absolut, ja. Man kann da so viele Sachen entdecken in so verschiedenen Hinsichten, in so vielen verschiedenen Hinsichten. Das hast du nicht die Zeit für, alles da mal durchzugehen. Und ja, ist schön, wenn man sich dann. Also das, ich muss sagen, so NAS-Thema bin ich auch selber noch komplett draußen. Da muss ich mich auch mal richtig beschäftigen mit. Das, ja, muss ich mal auf meine To-Do-Liste setzen. Ja, ich hoffe ja wirklich, dass ich einfach einen Montags NAS-Case bekommen habe mit diesem Quad-NAS-Head. Weil das ist ja ein Aufbau, der auf diese GPIO-Pins geht und dann quasi die Daten über die USB 3.0-Schnittstelle. Da gibt es so eine, ja, nicht so ein Dreizack, sondern wie so eine USB 3.0-Gabel, die du hinten reinsteckst. Der hat oben zwei auf der Platte und unten die zwei vom Raspberry Pi brückt der quasi durch. Das Ding sieht total witzig aus. Wirklich wie so Okay. eine Gabel, die du da reinsteckst, nur eben ohne Griff oder Stiel. So sieht Das das ist Ding sehr aus. cool. Ja. Absolut. Und ich habe echt teilweise so Gedanken, dass ich ein Montagsgerät erwischt habe, weil das bringt einfach nicht die Leistung, wie manch andere YouTuber, die das mal getestet haben und im Einsatz hatten. Ich kriege einfach die Daten da nicht durch, obwohl ich genau dasselbe bei mir zu stehen habe. Deswegen dachte ich, entweder habe ich ein Montagsauto oder ich mache irgendwas falsch. Deswegen habe ich so rumexperimentiert. Jetzt ärgere ich mich richtig. Also
Weil ich muss jetzt wieder meine gesamten Daten vom Server über die Leitung zurückzotteln und nebenbei, weil das RAID ja neu erstellt ist, möchte der ja noch das RAID synken. Also das wird jetzt noch Tage dauern, sag ich mal. Weil einfach Ja. das RAID erstmal oder der Raspberry Pi beschäftigt ist damit. Da hat er was zu tun, da hat er was zu tun, ja. Richtig, ja. Also ich bin quasi wieder beim Status quo, noch vor den ganzen Experimenten. Aber Okay. da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert hat und ich bin wieder mal ein bisschen erfahrungreicher über ZFS. Ja, sehr cool, sehr cool. Schön. Ich hab echt zwischendurch überlegt, kauft man sich Hardware, um sich ein eigenes NAS zu bauen mit ein bisschen mehr Bums als ein Raspberry Pi? Dann habe ich mal kurz reingeguckt, was so verfügbar ist. Dann ist mir eingefallen, ja, wir sind ja immer noch in der Halbleiterkrise, können wir lassen. Ja. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Aber da werde ich dann, wenn das richtig rauskommt, auf Kickstarter gab es von Argon, ist ein chinesischer Hersteller für Raspberry Pi Gehäuse. Die sind auch mit ihrem Argon One richtig, richtig durch die Decke gegangen, weil das ein richtig geiles Gehäuse ist. Wir haben eine Kickstarter-Kampagne für das Argon Eon oder Ego, auch ein NAS-Gehäuse. Und die sind damit so weit, dass das eigentlich in Serie geht. Und sobald das Ding kaufbar ist, werde ich mir das holen. Okay, das ist klasse. Ja. Weil das ist dann nochmal eine Ecke schöner designt, komplett, also man kann es komplett passiv kühlen, was dann den Lärmfaktor wegnimmt. Dann kann ich das nämlich vielleicht doch in mein Regal stellen und im Stream dann im Hintergrund haben, was ganz angenehm wäre. Weil so muss ich das Gerät leider komplett in den Flur verbannen, damit es einfach nirgendwo zu hören ist. Weil wenn dieser kleine China-Ventilator da oben rangeht, alles ist durchunter laut. Das ist echt unangenehm laut. Okay, ja. Ja gut, dann muss man da wirklich auch aufpassen, was man sich dann dafür Sachen dann reinholt. Und wenn man da, beispielsweise ist mir bei meinem Hauptrechner auch passiert, so ich habe schon drauf geschaut, dass ich ziemlich leicht einen leisen CPU-Kühler nehme, aber dann bläst die Grafikkarte raus. Ne? Ja, da. Das Problem habe ich auch zurzeit. Also ich müsste mir mal eine neue Grafikkarte holen, nur leider sind die Zeiten oder der Markt dafür echt nicht geil. Also Geld hätte ich zwar, aber das Geld kann man auch besser verwenden, als unnötig teure Hardware zu kaufen, die normalerweise nicht den Wert hat, den sie jetzt haben. Das stimmt, ja gut, Also natürlich ist das. ich möchte Naja. nicht 900 bis 1000 Euro ausgeben für eine Grafikkarte, die das einfach nicht wert ist. Da habe ich auch einfach Besseres mit meinem Geld zu tun, ne? Sagen wir es mal Hm, so. richtig. Ja. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr Besserung bringt, obwohl die ersten Prognosen leider nicht so aussehen, was echt so ein bisschen doof ist, weil früher oder später werde ich leider Gottes eine neue Grafikkarte brauchen. Ja, ich gehe leider nicht davon aus, dass sich das jetzt großartig verbessert, ne? Mit der Chipkrise, ne? Weil der Bedarf einfach viel zu hoch gerade ist und auch noch wahrscheinlich weiterhin bleiben wird. Na, klar hat ja Nvidia so eine Grafikkartenserie angekündigt, die extra für Mining gedacht ist und eine, die extra nicht für Mining gedacht ist, also nur fürs Gaming oder für andere Grafiksachen. Aber das ist ja noch alles Zukunftsmusik, ne? Und wenn du dann die Lieferengpässe bei allen möglichen anderen Geräten siehst, ja, ich weiß noch nicht so richtig, ne? Ob das sich in den nächsten 2, 3 Jahren also richtig großartig verbessert. Aber da werden wir mal schauen. Ich bin ja auch kein Wirtschaftsanalyst tatsächlich, ne? Das ist. Ja, aber wird es auch nicht geben mit. Also Nvidia ist ja schön und gut gemeint von denen. Ja? Kann man ja erstmal so stehen lassen, aber mit dem ersten Aufkommen von Bitcoin vor ein paar Jahren war es ja ähnlich. Die haben ja wirklich das schon mal probiert. Und den Minern ist, auf Deutsch gesagt, scheißegal, was für eine Grafikkarte das ist. Ob die jetzt fürs Gaming ist oder nur zum Minen. Hauptsache, die bringt die Leistung, das Ding zu ermeinen. Und die nehmen das, was da ist. Und die kaufen den Markt leer. Weil sie es können. Ja, wenn sie genug Geld haben, na klar, absolut, Ja, ja. Das ist echt, also. ja, ist ja dann auch mit anderen Kryptowährungen, mit Festplatten teilweise und alles Mögliche, ne? Aber das ist auch nochmal ein ganz weites Feld für sich. Also das wird, denke ich, auch jetzt erstmal nicht besser in den nächsten Jahren. Beziehungsweise tatsächlich, die Grafikkarten selber sind gar nicht mehr so stark im Minen. Kommt drauf an, halt, in welchem Land du bist, aber diese ASICs-Miner gibt es ja. Das sind ist wirklich einfach nur solche. Ich schon sagen, solche Tiere, die wirklich nur auf das Mining, für dieses Mining gebaut wurden von Grund auf.
Und die sind extrem effizient und viel, viel effizienter als die Grafikkarten. Das heißt, die werden nach und nach dann tatsächlich auch immer noch unattraktiver, die Grafikkarten. Also das wird schon Wollen wir noch es besser, hoffen? aber bis es wirklich wieder auf einem annehmbaren Niveau ist, ich glaube, das dauert noch. Ja, ich finde es nur lustig. Ich bin in einer Telegram-Gruppe für diese Nvidia Founders Editions. Da hat irgendjemand einen Bot geschrieben, der alle Shops, die diese Founders Edition verkaufen darf. Gibt es eine Telegram-Gruppe, wo ein Bot reinpostet, wann diese Karten verfügbar sind, dass man, wenn man schnell ist, sich so eine Founders Edition-Karte, die ja nun mal zur UVP verkauft werden müssen, so ist ja die einzige Chance für einen adäquaten Preis heutzutage eine Grafikkarte zu bekommen. Ja. Deswegen bin ich da drin. Aber da ist der größte Witz. Die Shops versuchen ja jetzt rigoros gegen diese, wie nennt man die, Scalper, die Grafikkarten schnell aufkaufen und dann für noch mehr Geld verkaufen, also diesen Preis noch unnötig nach oben drücken, vorzugehen, indem sie einfach so eine Überprüfungsmaßnahmen mit, bist du wirklich ein Mensch und so eine Späße eingebaut haben, nur leider so halbherzig, das ist der größte Witz, dass diese Scalper inzwischen Bots haben, die diese Prüfungs-APIs umgehen und sich die Karten einfach direkt in den Warenkorb legen und auschecken. Na gut. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wo man eigentlich nicht mehr an brauchbare Hardware rankommt. Obwohl sie es versuchen, aber es ist halt echt, ja, verrückte Zeit zurzeit. Ja, Doppelzeit. In aller Hinsicht, absolut, ja. Ach, das ist, ja, weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal in den sauren Apfel beißen muss und richtig, richtig Geld in der Hand nehmen muss, aber eigentlich bin ich da zu sehr, nicht geizig, aber zu sehr Realist, weil ich weiß ja, was eigentlich diese Grafikkarte wert ist und ich will ja nicht das Teuerste vom Teuersten. Ich will ja quasi nur eine haben, die für mich zurzeit komplett ausreicht in der Auflösung, die ich nun mal habe. Und das ist nun mal so eine TX 3060 Ti. Und die ist halt so bei 419 UVP von Nvidia und da will ich nicht 1000 Euro gerade ausgeben für eine Grafikkarte. Das ist mehr als das Doppelte. Das macht keinen Sinn. Das macht kein normaler Mensch mit. Aber wenn das der Markt nicht hergibt, früher oder später muss ich es halt. Wenn es nicht mehr geht. Ja. Nee, ich bin da auch tatsächlich hardware-technisch viel, viel schlechter aufgestellt als alle meine Kommilitonen oder so. Sie haben dann immer den neuesten, heißesten Mist, den sie dann da direkt reinbauen. Und so, ja, ich will GTA 5 in 4K und so viel FPS spielen. Ja, ich so, gut, wenn du sonst nichts zu tun hast, dann. Ja, also manchmal brauchst du auch gar nicht so krasse Hardware. Also das ist teilweise, ja, Hardware ist auch nur so gut selber wie der Nutzer, ne? Wie er sie ausnutzt und Ja, so richtig. produktiv, Also ne? GTA 5 habe ich hier auf dem Rechner mit der Grafikkarte, die ich habe, auch unter PopOS 20.4 wunderbar durchspielen können, dank Proton, ohne irgendwie Einstriche zu haben, also FPS-technisch oder grafiktechnisch. Ja. Und bin ich in den Genuss gekommen, ohne Windows GTA 5 durchzuspielen. Na, ist auch schön. Ja. Auch schön. Also das läuft schon. Also ja, mal gucken, wo die ganze Reise hingeht. Ich würde einfach mal sagen, wir haben hier noch aus dem Nähkästchen geplaudert an der Stelle. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was sich die letzten Tage ganz, ganz verrückt aufgekratzt hat, aber das war so von meiner Warte aus das, was ich erzählen wollte. Ja, ich glaube, meiner war das auch so ziemlich zu Ende. Ne? Schaut euch die Open3D Engine an, wenn ihr da sowieso so ein bisschen in diesem 3D-Gaming-Bereich vielleicht mal reinschnuppern wollt. Aber es ist noch jenseits von gut zu nutzen. Ne? Gut, ja. Ne, zumindest Und nicht ich kann, produktiv. ja, genau. Aber was jeder machen kann, der irgendwas mit Servern zu tun hat, die Sicherheitsvideos anschauen, weil die jetzt nach und nach hochkommen. Auf nicht der Weisheit letzter Schluss und auf den Linux Guys YouTube-Kanal. Dort werdet ihr sicher vielleicht ein paar neue Sachen entdecken. Und Genau. genau. Der erste Teil von mir ist schon raus. Vom Jean wird es die nächste Woche. Ich versuche den Genau. Podcast noch vor Weihnachten online zu bekommen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also Ja. in der Woche, wo der Podcast zu hören ist, wird, denke ich mal, auch dort der zweite Teil bei Linux Guides bei dir online sein. Genau. Ja.
QR-Code scannen aus dem Terminal, finde ich sehr, sehr cool. Immer noch. Ja? Gut, also, ja. Nee, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören an jeden Einzelnen. Und Genau. oh, war wieder eine schöne Runde. Ja, so zur zweiten Runde, Ja, hey, ne? Ich finde das auch mal ganz angenehm. genau. Ich würde sagen, erstmal an dich, danke fürs Dabeisein, wie immer sozusagen, als ja, Sicherungsanker des Podcastes. Ansonsten tut hier ein Verrückter alleine lamentieren, ist auch nicht so schön, denke ich mal, zuzuhören. Das, weißt du, so geht's mir genauso. Also von daher, ne, ist ein beidseitiges Geben und Nehmen. Okay. Ganz großen Dank natürlich wie immer an unsere Zuhörer oder Zuschauer, wenn das über YouTube quasi hört. Vielleicht hören uns auch ganz viele zum Einschlafen und haben noch nie das Ende mitbekommen, man weiß es nicht. Ja, Könnt ihr ja toll. mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis zum Ende gekommen seid, keine Ahnung. Oder schreibt mir eine Mail mit Verbesserungsvorschlägen an podcast@tux-tage.de. Und Genau. ansonsten wünsche ich euch eine geruhsame Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Ja, und bleibt uns treu. Ich wünsche einen guten Rutsch und wir hören uns in 2022. Und nicht, dass euch das Weihnachtsessen zu sehr auf die Kilos schlägt. Ich kenne das. Macht's gut. Ja, gut, ciao.